5 mal 70 plus das Boot, die auch nochmal 60, 70 Kilo. Etwa 400 Kilo oder etwas mehr beschleunigt werden. Und das ist der Grund, warum man meistens mit einem sogenannten Rennstart beginnt. Nämlich, wenn man mit dem Fahrrad in einem kleinen Gang losfährt. Man beginnt dann also mit 5, 6 kürzeren Schlägen. Vom Starter hören wir, es geht jetzt unmittelbar los. Auf der Startbahn 1 ist die Mannschaft des Herzog-Ernst-Gymnasiums, in der Mitte die GWS 1 und gegenüber auf der Startbahn 3 das Lessen-Gymnasium. Und es ist natürlich auch ein besonderer Anlass, mal gucken, wie sauber unter den Bedingungen die Mannschaften über die Strecke kommen. Hey, die Brille, was soll mit der sein? Der ist kaputt und reißt sich. Ja, das Rennen ist gestartet. Die Boote sind zum Ruhlen Cup 2015 unterwegs. Man sieht so Schlagzeilen. Aber die Boote haben auch zu kämpfen mit dem Wind. Da kann es mal zu unserer Wasserarbeit kommen. Das Schöne beim Sprit ist ja, dass man die Boote die ganze Zeit verfolgen kann. Das ist jetzt gerade noch nicht sichtbar, welche Mannschaft führt. Alle Boote sind gut unterwegs. Andererseits, man sieht auch in jedem Boot ein paar Spritzer. Und die Mannschaften kennen, geben alles. Kann sein, dass das Lessing-Gymnasium halt vorne liegt. Aber kann noch ein paar hier. Jetzt kommt eine starke Böe. Die Roten! Die ganzen Mannschaften kommen jetzt in den Zieleinlaufbereich. Bitte feuert die Mannschaften an. Right.